Hier steht noch ein älterer LKW von Möbelfernverkehr. Okay. Und hier stehen auch noch ein paar alte Fahrräder. Dann steht hier noch ein altes Fahrzeug. Ich weiß jetzt nicht, welche Marke. Ach, ein Citroën. Hier noch ein paar alte Motorräder. Hier steht dann noch dieses Unfallauto vom ADAC. Ein VW war das mal. Okay. Ein VW-Crashwagen. Dann steht hier auch noch ein BMW-Auto, auch als Unfallmodell. Das sieht schon krass aus. Ja, vom TÜV Süd. Hier ist jetzt für die Autos rot. Leute, man kann jetzt auch hier in den LKW einsteigen. Hier, MAN-LKW. Der sieht richtig geil aus. Also ich setze mich einfach mal hin. Der sieht so cool aus. Allein hier dieses Cockpit mit der Ampel auch. Also ich fühle mich jetzt schon hier richtig wie in so einem LKW. Ja. Ich mache mal hier gerade so einen Screenshot von dann kann man so tun, als ob man fahren würde. Also ich saß ja schon mal in einem echten Feuerwehrauto auf der Gamescom. Aber das ist natürlich auch jetzt hier mit dem Ausblick auf die Ausstellung ist das schon cool. Weil sowas hatte man in Berlin auch nicht, dass es da so ein LKW gab, wo man auch rein konnte. Ja, ich steig mal wieder aus. Wir gehen jetzt noch in Halle 2. Ich habe schon gesehen, da stehen Züge. Okay, Züge stehen hier in dieser Halle auch, aber da stehen wahrscheinlich noch mehr Züge. Ich habe gesehen, dass da ein ICE steht, aber mehr dazu gleich. Hier steht jetzt noch eine riesengroße Dampflok. Also, die ist noch größer als die andere da hinten. Wir gehen mal hier lang. Die ist schon cool. Auch die Farben sind schön, dieses grün, gelb, schwarze. Und dann mit diesen roten Felgen. Ist wie so ein Ferrari auf Schienen. Und dann hier das Cockpit. Hier ist noch eine Ampel, aber die funktioniert nicht. Die ist nur Deko. Ich zeige es euch nochmal von vorne, weil wir gehen einfach mal da rum. Weil hier kann man auch noch hoch. Und hier steht der ICE, oder zumindest ein Teil vom ICE. Das war bestimmt einer der ersten ICEs, die es gab. Hier, ich will mal ins Cockpit, wenn das Fenster ist, ein Glück auf, dann kann man auch besser drin filmen. Hier nochmal die Dampflok von der anderen Seite. Hier kann man nochmal besser das Cockpit sehen. Sieht schon sehr cool aus. Dann die Dampflok hat natürlich auch Waggons. Personenwaggons. Ne, wie nennt man das? Personenwaggons. Ja. Oder ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt Personenwaggons sind. Weil hier mit Gitter? Weiß ich nicht. Das ist jetzt ein Güterwaggon. Der ist leer. Hallo.
Dann steht da noch eine elektrische Lok. Aber auch natürlich noch älter. Also, ich weiß jetzt nicht aus welchem Alter. Das müsste ich jetzt lesen. Ah, aus Zürich ist die. Das liegt in der Schweiz. Von 1925. So sieht die aus. Die hat auch einen Personenwaggon. Hier ist noch ein Personenwaggon. Der gehört noch zur Dampflokomotive. Da hinten steht irgendwie ein komischer Personenwaggon. Der sieht so ein bisschen verzogen aus. So, jetzt vorsichtig hier die Treppe runtergehen. Hier steht euer neues Privatauto. Ja, das verlose ich. Nein, das bleibt schön hier in München stehen. Hier stehen auch noch ein paar schicke Autos und auf alle Fälle auch Motorräder. Und das hier, das ist ja mal was von der verrückten Seite. Also ich weiß gar nicht, ob ich in so ein Auto reinpassen würde, weil ich bin schon ziemlich groß. Ich glaube nicht. Hier steht noch ein alter Mercedes. Hier, der Mercedes-Stern. Und noch viele weitere alte Autos. Hier ist auch ein Zugsignal, das wechselt auch. Jetzt ist es weiß, ich weiß nicht, was das heißt, dass es jetzt weiß ist. Ah, Fahrt für Rangierfahrten steht da. Und dann halt für alle Fahrten ist rot, das ist, denke ich, klar. Jetzt ist es rot. Also das heißt, jetzt müssen alle Züge halten, wenn hier Züge fahren würden. Hier steht auch noch ein alter Wohnwagen. Hier steht noch ein altes amerikanisches Auto. Das sieht schon sehr schick aus. Das braucht 3 Parkplätze. Schaut euch einfach mal an, wie lang das ist. Ein Wahnsinn. Also ich würde es mir dann irgendwie in Blau kaufen. Nicht in so einem Pink oder was das auch immer da sein soll. Und der fuhr halt durch die USA. Also in den USA. Ja. Hier habt ihr nochmal einen schönen Überblick über alle Züge. Und dieser Waggon da hinten, wo ich meinte, der sieht komisch aus, das ist eine Zahnradbahn. Wurde mir erklärt. Nur mal so als Update. Hier ist einfach noch eine Rauchabteilung in diesem Waggon. Gibt es hier noch. Also da drin macht man, der Waggon ist ein bisschen älter. Ich kann jetzt auch bald nicht mehr so viel reden, denn meine Stimme wird, also man merkt es noch nicht, aber ich habe schon Halsschmerzen vom ganzen vielen Reden. In der Nähe vom Museum war ein Restaurant und da habe ich was Klassisches, Bayerisches gegessen und zwar Obatzer, das ist so Frischkäse mit Paprikapulver und Zwiebeln, ist eigentlich sehr lecker. Dazu gab es Brezel.
Auf dem Rückweg sind wir beim BR vorbeigekommen, also beim Bayerischen Rundfunk. Ja, ist ein sehr schickes Gebäude. Und jetzt, wie versprochen, nach Augsburg mit dem ICE. Ich nehme euch natürlich wieder auf dem Weg mit. So, Freunde, wir sind jetzt gleich in Augsburg, steht ja hier auch oben auf der Anzeige. Hier, meine Damen und Herren, sehen Sie das Rathaus von Augsburg. Meiner Meinung nach ist es ein sehr schönes Gebäude. Wir gehen gleich noch in der Nähe hier was essen. In diesem Restaurant habe ich eine leckere Pizza mit Schinken gegessen und Rucola und Parmesan ist da drauf. Die war sehr lecker. Und zum Nachtisch habe ich Panna Cotta gegessen. Jetzt fragt ihr euch alle bestimmt, was zum Kuckuck ist Panna Cotta? Panna Cotta ist irgendwie gekochte Sahne laut Wikipedia. Ja. Also ist irgendein Nachtisch halt. Also ein italienisches Dessert, Puddingartiges. Ja. Ich verlinke euch einfach mal in der Videobeschreibung einen Wikipedia-Artikel. Da könnt ihr das nachlesen. Weil genau weiß ich es jetzt auch nicht, außer ihr kommt aus Italien und dann wisst ihr das sicher, vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es auch, wenn ihr nicht aus Italien kommt. Ich habe nicht so große Ahnung davon. Wenn euch Urlaubsvlog 3 gefallen hat, dann würde ich mich sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Ich bin extremst müde. War anstrengend. Augsburg ist schön und anstrengend. Wir sehen uns bei Urlaubsvlog 4. Ich würde sagen, bis morgen. Tschüss.